Hallöchen und vielen Dank, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, könnt ihr auch kein Video mehr von mir verpassen. Ich möchte euch heute das Ergebnis meiner 5-Sterne-Vorhersage einmal vorstellen und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ich habe vor geraumer Zeit euch 4 Bücher einmal vorgestellt von meinem Sub, wo ich der Meinung war, dass ich sie, wenn ich sie gelesen habe, auf jeden Fall mit 5 von 5 Sternen bewerten werde. Ja, und ich habe auch schon, mittlerweile habe ich halt jetzt schon alle 4 davon gelesen und auch Vorstellungen dazu gemacht, die diejenigen, die sich die schon angeguckt haben, dann auch schon wissen, mit wie vielen Sternen ich sie bewertet habe. Ich wollte es hier aber nochmal in dem Video zusammenfassen. Und ich werde euch auch die einzelnen Rezensionen von den Büchern auch nochmal verlinken. Ich werde wieder in genau der gleichen Reihenfolge die Bücher zeigen, wie ich sie in meinem Video 5-Sterne-Vorhersage auch gezeigt habe. Und deshalb fange ich dann einmal mit Limea, innerer Sturm an von Lynn Rina. Und hier habe ich Also ich fand die Story schön und es hatte auch eine süße Liebesgeschichte, aber leider hat mich dieses Buch von Lynn Rina ja nicht so überzeugen können wie ihre anderen Werke und auch nicht so mitreißen können. Da war ich etwas enttäuscht. Es kommt auf jeden Fall nicht an die Bücher von Lynn Rina ran, die ich bisher eben schon gelesen habe. Und ich hatte hier 1-2 Punkte, die ich überhaupt nicht mochte in dem Buch. Es hat trotzdem Spaß gemacht, aber im Endeffekt habe ich es mit 3 von 5 Sternen dann bewertet. Also war hier meine Vorhersage auf jeden Fall leider falsch. Als nächstes mache ich mit dem ersten Teil einer Reihe weiter, und zwar Kingdoms of Smoke, die Verschwörung von Brigand von Sally Green. Und hier fand ich das Cover gleich wunderschön und auch unter dem Buchumschlag hier, aber das habe ich auch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Und ich hatte halt, als ich den Inhalt auch gelesen habe, gehofft, dass es mich in den Bann ziehen wird und begeistern wird. Es hat mich auch nicht enttäuscht, genau so war es. Die Story hat mich gleich eingesogen, ich wollte gar nicht mehr aufhören zu lesen. Ich finde die Story unglaublich toll und den Handlungsverlauf, die Charaktere und auch den Schreibstil. Ja, es hat mich auf jeden Fall gefesselt und ich finde, das ist ein toller Auftakt einer großartigen Reihe, die ich auch nur empfehlen kann. Und ich habe nach dem Lesen das Buch auch mit 5 von 5 Sternen bewertet, also hatte ich hier mit meiner Vorhersage auf jeden Fall recht. Und als nächstes habe ich noch, das nächste Buch, das ich habe, ist leider nicht bei mir. Ich habe das verliehen, deswegen kann ich es euch nur einblenden. Und zwar ist das der 5. Teil von Die unsichtbare Bibliothek, das tödliche Wort von Genevieve Cookman. Und bei diesem Titel habe ich es mir natürlich recht einfach gemacht. Ich kannte ja die Reihe schon, ich kannte die ersten 4 Bände. Ich liebe diese Reihe, einfach alles an ihr. Den Schreibstil, der auch nicht wirklich, also der nicht so einfach ist wie bei anderen Büchern. Also es ist nicht direkt ein Jugendbuch, würde ich meinen, weil der Schreibstil schon etwas komplizierter ist und auch viele Fremdwörter drin vorkommen. Aber trotzdem finde ich die Reihe so großartig und die ersten 4 Bände haben mich definitiv überzeugt. Ich habe ja schon gespannt auf den 5. Teil gewartet, deswegen war das für mich natürlich eine sehr einfache Vorhersage, denn ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass ich, diesem 5. Band weniger als 5 Sterne geben würde. Und tatsächlich war es auch so, auch diesen 5. Teil fand ich auch wieder großartig. Die Handlung war etwas verworrener vielleicht als die anderen Teile, aber trotzdem konnte ich auch diesem Teil wieder nur 5 von 5 Sternen geben.
Und ich weiß, dass auch noch mehr Teile kommen werden, worauf ich mich auch schon riesig freue. Aber ich habe es mir tatsächlich mit diesem Band sehr einfach gemacht bei der 5-Sterne-Vorhersage. Aber das Problem war einfach, dass das halt die vier, also zu dem Zeitpunkt waren das die vier einzigen Bücher, bei denen ich halt so eine Vorhersage machen konnte. Und ja, bei denen ich mir halt gedacht habe, ja, das können auf jeden Fall 5 Sterne werden. Und deswegen war das eben auch mit dabei. Zum Schluss habe ich hier noch The Promise, der goldene Hof von Richelle Mead. Und bei diesem Band war ich mir tatsächlich bei der 5-Sterne-Vorhersage am unsichersten. Und war deswegen auch sehr überrascht, was mich dann hier erwartet hat. Ich würde das tatsächlich von der Welt hier doch eher zu einem historischen Roman zählen. Fantasy kam hier auch gar nicht vor. Aber ich bin ja auch nicht so der Fan von historischen Romanen und das sollte jetzt keinen abschrecken, der das nicht so gerne liest, denn eben nur wirklich von der Welt her, so, ich würde es in die Sparte zu Anime Crimes Staubchronik zählen, denn das ist für mich ja auch, gehört auch so eher in die Sparte historischer Roman, aber halt nicht so der klassische historische Roman. Hat mir sehr, sehr gefallen, ich war echt überrascht, wie viel hier auch drin passiert und wie viele Wendungen es gibt. Ja, und hätte mit dem allen, was hier dann noch so geschieht, gar nicht gerechnet. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen und überzeugt. Und ich kann es auch nur jedem empfehlen, auch wenn man nicht so auf historische Romane steht. Wie gesagt, ist eben nicht so der klassische. Ich habe auch, also ich weiß jetzt auch, es sollte ja der erste Teil von einer Reihe sein, so wie ich das gehört hatte. Aber es ist jetzt, aber in den anderen beiden Teilen geht es dann nicht mehr um die Hauptprotagonistin. Also das, was mit ihr passiert und ihre Geschichte, ist hier tatsächlich in dem ersten Teil dann auch abgeschlossen. Und in den anderen beiden Bänden geht es dann um Nebencharaktere, die hier halt auch schon drin vorkamen. Und ich weiß jetzt auch, dass das von nicht mehr, dass die auch nicht mehr übersetzt werden sollen. Deswegen ist es auf der einen Seite zwar schade, weil ich die auch noch gern gelesen hätte. Es sind hier auch noch am Ende doch noch so ein paar kleine Fragen und also ein paar Fragen noch offen geblieben von den Nebencharakteren eben. Und wahrscheinlich, weil die ja dann im nächsten Teil und im dritten Teil dann eben aufgeklärt werden. Aber von der Hauptprotagonistin ist die Geschichte eben abgeschlossen. Deswegen ist es auf der anderen Seite auch nicht ganz so schlimm, weil wir haben hier dann ein Ende und man könnte es dadurch eben auch ja, wie als ein Einzelband sehen. Und deswegen kann ich Ihnen auf jeden Fall auch nur empfehlen, hat mir sehr, sehr gefallen. Und ich habe auch tatsächlich diesen Band 5 von 5 Sternen gegeben. Ja, weil ich einfach so überrascht war, wie viel hier auch passiert ist und was hier auch noch alles passiert ist, damit hatte ich auch einfach nicht gerechnet. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Das waren meine 4 Bände mit meiner 5-Sterne-Vorhersage. Ich bin natürlich sehr überrascht, dass gerade bei dem Band, bei dem ich mir auch am unsichersten war, also bei The Promise, ich da tatsächlich doch auch recht hatte und mir wirklich das 5 von 5 Sternen gefallen hat. Und ich war auch überrascht, dass mir bei einem Buch, wo ich mir so sicher gewesen bin, das eben nicht der Fall ist. Ja, aber so kann man sich eben mal täuschen. Und ihr könnt mir ja gerne erzählen, ob ihr eins der 4 Bände auch schon kennt und wie euch es gefallen hat. Schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Vielen Dank auch heute wieder fürs Zusehen. Bleibt schön gesund. Eure Rena. Tschüss.